KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Kate, wieder zurück. Hallo. Hier. Wieder da. Ja, wieder gesund. Von den Toten auferstanden. Quasi. Hallo Chris. Hi. Hast du Kate gesund gepflegt hier oder mit irgendwelchen... Nee, keine Zeit gehabt. Voodoo-Beschwörungen wieder zum Leben erweckt hier. Na, eigentlich war es Hustenbonbon. Mit irgendwelchen okkulten Riten. Nee, ich habe ja jetzt gelernt, dass man aus Spice Medikamente herstellen kann. Deswegen habe ich aus Spice Medikamente hergestellt. Eine der blödesten Übersetzungen überhaupt, da, dass ja. Das Spice mit Gewürze... Gewürz. Also, Es ist ja. Es ist ja die richtige Übersetzung, aber es ist halt der falsche Sinn hinter ja, der Übersetzung. Ja, aber Spice wird ja bei Dune, sind ja auch schon Drogen. Ne? Ja. Also das ist eigentlich, naja, egal. Andere Serie, vergessen wir das. Wir haben heute jede Menge Filme für euch mitgebracht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Zum einen den Oscar-nominierten Belfast, den wir in der Sneak Preview hatten. Dann war ich nochmal im Kino, weil ich sturmfrei hatte. Uncharted, das heißt nicht direkt sturmfrei, es war ja Sturm. Was ist das Wort? Genau. Aber dann lieber im Kino verbringen als irgendwo draußen, ja. Uncharted, habe ich geschaut, habe ich schon erwähnt. Nee. Eine Screener, das haben wir bekommen. Einen sehr kuriosen Film, Arch Enemy. Darüber reden wir vielleicht auch. Ja, bestimmt auch. Und ja, dann eventuell, hier steht noch Blumhouse, der Hexenclub und. Vielleicht schaffen wir Book of Love, mal gucken. Und Serien gibt's noch. Inventing Anna wird die Kate vorstellen und Suspicious. Mhm. Mensch. Oh, Inventing Anna ist interessant. Sehr gespannt. Brandneue Serie. Sehr quasi. Gespannt. Aber jetzt wird vielleicht der Chris erstmal Belfast vorstellen. Und ja, mal gucken, worum es da ging. Wir erinnern uns ja mal ganz kurz zurück. Letzte Woche hatten wir den Sneak-Tipp mit lauter schneller Hund. Schneller lauter Hund, irgendwie sowas. So im Nachhinein muss ich mir immer noch auf die Schulter klopfen für diesen unglaublich kreativen Tipp. Einfach. Du hast den gemacht, den Tipp? Ja, ich habe den gemacht. Ach so, cool, ja. Weil, ne, laut, Bell, schnell, fast. Ja, ich dachte, ich erkläre es nochmal für alle. Belfast ist, ja, ein Oscar-Film. Kandidat. Oscar-Kandidat. Ein Oscar-Kandidat. Kurz gesagt geht es um einen kleinen Jungen und seine Arbeiterfamilie, die späten 1960er Jahre erleben. Und zwar in Belfast. Wir lernen gleich zu Beginn Buddy kennen in diesem Film von Kenneth Branagh. Und Buddy ist ein, oh Gott, wie alt ist er? 9 hätte ich jetzt auch gesagt, sowas rum, ja. 9 würde er sein. Und er lebt in Belfast im Arbeiterviertel und mit seiner Familie, mit seinem älteren Bruder, mit seiner Mom, mit seinem Dad, der alle 2 Wochen aber nur zu Besuch kommt, weil er in England arbeitet, also ja, ne, ist schon ein Stück. Die Großeltern sind auch da und eines Tages bricht da halt richtige Unruhen aus. Es ist dieser Kampf von Protestanten gegen Katholiken, dieses für mich bis heute völlig unverständliche Verhalten von religiösen Gruppen, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und er gerät da voll zwischen die Fronten am Anfang und wird dann erstmal von seiner Mom geschützt. Und dann ist eben die Frage, wie geht's in diesem Viertel weiter? Also das Überleben des alles, ist überhaupt kein Thema, was das angeht, aber es erzählt dann eben diese Geschichte, wie es in Belfast zum Teil abging. Ich bin mir relativ sicher, dass sogar Originalaufnahmen dabei sind von damals, die dann eben zeigen, okay, die haben sich so geschützt durch Straßensperren, es wird alles abgeriegelt, es ist Protestanten gegen Katholiken, nochmal, ich kann es nur nochmal sagen, komplett Banane eigentlich, und wir begleiten dann eben Buddy durch diese Zeit mit der Schule, mit seinen Freunden oder Freundinnen, immer dieses Wer mit wem, das System von damals, dann natürlich dieses soll man bleiben, die große Frage, soll man in Belfast bleiben oder soll man gehen? Und dieses Schwert, dieses Damoklesschwert schwebt die ganze Zeit über Buddy und seiner Familie. Also zu seiner Familie muss ich noch sagen, die eine Granny wird gespielt von Jodie Dench, was unfassbar gut ist. Ich mag Judy Dench einfach. Und
Ja, es gibt dann diese verschiedenen Episoden, dass wieder der Vater da ist, dass er auch wieder in eine Plünderung reinrutscht sogar, was auch sehr, sehr skurril ist, weil die Familie sich eigentlich da raushalten möchte. Die Familie wird allerdings auch wieder bedroht von einem der Redelsführer dort, der sagt, hey, entweder du bist für uns oder gegen uns. Es gibt kein Dazwischen, es gibt kein Raushalten. Und der versucht dann auch immer die Kids mit einzubeziehen oder halt, ja, Nachwuchskräfte zu rekrutieren. Der Vater, der nur am Wochenende alle 2 Wochen da ist, sagt dann immer, hey, ihr lasst da die Finger davon. Es ist unfassbar gut gemacht. Und es ist in Schwarz-Weiß gedreht. Das ist auch sowas. Am Anfang siehst du ein bisschen Farbe, dann siehst du, dann schwenkt es komplett rüber in Schwarz-Weiß. Und was am Anfang, wo man denkt so, okay, boah, Schwarz-Weiß-Film ist unfassbar gut, weil es eine unfassbar gute Dynamik entwickelt, wenn die dann zum Beispiel auch im Kino sitzen, weil das ist auch so ein Ritual von der Familie jetzt, man geht dann zusammen ins Kino. Und dann halt die Filme, die da laufen, die ganz klar, ich glaube, eine war Planet der Affen, oder? Kann das Planet sein? der Affen? Nee, Oder? das Nee, es war war. Ah, nee, es war der andere. Gott. das war das dieser Ray Harryhausen-Film mit den animierten Monstern, das meinst du, ne, oder? Ja, und hier das fliegende Flibertü oder sowas war auch noch, ne? Ja, genau. Genau, also diese Filme werden halt geschaut Chitty und die sind Chitty halt Bang Bang war das Chitty Chitty damit. Bang Bang, genau, Chitty Chitty Bang Bang, Chitty Chitty Bang Bang, so hieß es. Und das wird halt in Farbe dargestellt, also so immer so ein Schwenk auf die Kinoleinwand und das kommt in Farbe und das ist einfach großartig gemacht, das ist wirklich großartig gemacht, wenn du dann auch Judi Dench im Kino sitzen siehst und in ihrer, also alles in Schwarz-Weiß und in ihrer Brille reflektiert das Kinobild farbig. Es ist unfassbar schön gemacht. Gecastet ist der Film auf den Punkt, wie ich finde. Also die ganze Familie ist richtig cool gecastet. Der Bruder von Buddy also Louis McEskey spielt den. Der hat nicht so viel zu sagen. Der überzeugt eher dadurch, dass er halt ein Jugendlicher ist, der die ganze Zeit ein bisschen angepisst guckt, weil ihm vieles nicht passt und so. Und das finde ich großartig. Ciaran Hinds, oder wie wird es ausgesprochen? Kieran, Kieran heißt er. Kieran Hinds als Opa ist auch eine super Besetzung. Jodie Dench habe ich schon gesagt. Die Eltern sind super besetzt und dann halt Buddy. Also, wow. Großartig, also Jude der Hill als Buddy, Kinderdarsteller, wow. boah, Hammer. Also richtig, richtig gut. Das ist so ein richtiger Lausbub. Ein originaler Lausbub. Ja, Wenn der nicht dich nur. angrinst, Nicht aber nur. wenn der dich angrinst, Du dann siehst weißt du dann schon, was auch, Sache ist. wenn er sich so tiefer gehende Gedanken macht, das kannst du in seinem Gesicht ablesen und das ist der Hammer, wenn das. Da gab es so Szenen, wo die Kamera einfach nur auf ihm drauf ist, wo er irgendwelche Szenen beobachtet. Und da siehst du genau, wie es in ihm arbeitet. Und du weißt genau, was er jetzt gerade denkt, ne? Ohne dass er irgendwie eine großartige Miene verzieht. Also das Casting von diesem Schauspieler ist der Hammer. Also wer den aufgetan hat, boah, Ja, also hat richtig. mich Und sehr beeindruckt. wir sind ja oftmals von Kinderschauspielern, ich sage mal, eher ein bisschen genervt. In dem Fall, boah, also das war eine unfassbar gute Besetzung. Und ja, es bleibt eben die Frage bis zum Ende. Bleibt man in Belfast, wo diese Unruhen eben um sich schlagen und wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht? Bleibt man in der Heimat oder begibt man sich in neues, gelobtes Land? Zur Auswahl steht da übrigens auch Australien. Das wird direkt angeboten, weil da im Ja. Commonwealth Arbeitskräfte gesucht werden überall. Und da wird es Genau. direkt angeboten, dass man für kleines Geld da hinziehen kann und kriegt da ein bisschen was gestellt und so. Ja, Ja, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht, nee, oder? ich hatte noch ein paar Zusatzinfos. Zum einen, also der Regisseur Kenneth Branagh, der erzählt damit seine Jugendgeschichte. Weil er ist in Belfast aufgewachsen und die sind dann auch nach England, hat sich aber weiterhin wie ein Ire gefühlt und hat das hat natürlich einen ziemlichen Schnitt in seinem Leben gegeben, hat ihn aber zu dem gemacht, was er heute ist. Und auch noch eine kleine Zusatzanekdote: in dem Film liest das Kind auch mal einen Comic und Chris wird es wahrscheinlich sofort erkannt haben, um was es sich handelt. Und Kenneth Branagh hat ja tatsächlich den ersten Film von diesem Comichelden inszeniert als Regisseur damals, 2011. Und genau, da waren halt so kleine Geschichten drin. Er hat dann auch so Personen nachgebildet, nach dem, wie er sie kannte und so. Deswegen hat er wahrscheinlich auch sehr großen Wert drauf gelegt, auf den Hauptdarsteller, auf den Jungen. Und hat echt gut gepasst. Und der Film hat die ganze Zeit so ein
so ein schwelendes Unbehagen, weil man ja genau weiß, was da so abging in den ganzen Konflikten. Die ja, da, es wird ja auch immer wieder eingefangen, also das muss ich auch dazu sagen. Dann brannte das mal wieder auf, dann gibt es mal wieder irgendwelche Kämpfe dann in dem Stadtviertel und die Einschläge kommen halt immer näher. Ne? Dann ist es mal irgendwie eine Freundin, mit der er da irgendwie immer mal, also keine Freundin in dem Sinne, sondern eine Freundin, die er so halt kennt in dem Viertel, die ihn dann plötzlich zu irgendwas anstiftet, was dann wirklich schwer eskaliert und so. Und die Einschläge kommen halt immer weiter näher. Und letzten Endes, also mit rückblickend, so wie es dann auch später in Belfast, speziell in den 80ern und Ende der 80er war das ja auch in der Tagesschau, kam ja jeden Tag irgendwelche Konflikte in Belfast und Panzer und sonst was, ist wahrscheinlich die beste Entscheidung gewesen, dass sie dort weggegangen sind. Aber ja, es ist natürlich für so ein Kind ein großer Einschnitt, wenn es seines Umfeldes beraubt wird und quasi Freunde aufgeben muss und alles, alle, die er kennt. Und es wird ja auch so gezeigt, dass dieses Viertel, das ist wie so eine Kleinstadt. Jeder kennt jeden, jeder passt auf jeden auf, die verschließen die Türen eigentlich gar nicht und ja, und Dinge werden untereinander geregelt, ne? Also wenn da irgendwas ist, und das wurde halt dann alles aufgegeben. Fand ich sehr, sehr schön dargestellt in diesem Film. Richtig, richtig gut. Und ich schätze ihm auch wirklich große Chancen bei den Oscars ein, weil er hat ja auch das ganze Thema mit, es ist zum einen ein Biopic, wo Kenneth Branagh quasi über sich selber ein Biopic dreht. Zum anderen hat es dieses Thema Faszination von Film und Kino drin, was immer sehr gut ankommt bei der Academy. Und zum dritten hat es eben auch tatsächliche historische Bezüge drin. Und ich glaube, das wird schon Chancen haben, dass dieses Werk, ich bin froh, dass wir es gesehen haben in der Sneak Preview. Ich auch, und ich fand es so lustig, weil wir ja vorletzte Woche hatten wir Moonfall, wo du ja rein wolltest. Und du hast auch noch gesagt, Belfast, oh, da würde ich auch gerne reingehen. Und dann kommt der, also kompletter Treffer einfach. Der Erik wird gerade in der Sneak sehr gut bedient. Ich wäre verwöhnt. Ja, aber das ist so richtig. Das ist eher so ein bisschen Balsam für die Seele nach dem Scheiß, den wir so auch so durchmachen mussten. Ja, ich erinnere mich an Ende des Jahres, ans Anfang des Jahres. Ja, da war schon ein ziemliches Tal der Tränen, durch das wir da gegangen sind. gucken wir mal. Also jetzt also Licorice Pizza hat man ja auch. Gut, was gab's noch? Ja, fehlt dir denn jetzt noch King, bei den King Richard? Mir fehlt noch Coda, C-O-D-A. Ja, aber den gibt's ja, glaube ich, auf Apple TV Plus. Drive My Car. Ja, ja, wie gesagt, ich muss halt die Zeit finden. West Side Story, der läuft ab 2. März, glaube ich, auf was, Disney Plus? Disney Plus, ja, genau. Ja. Was den, teurer wird. Puh, den werde ich aber als letztes gucken, West Side Story. Vielleicht fehlt mir dann die Zeit, dass ich es doch nicht mehr schaffe oder so, aber ja, die anderen gucke ich auf jeden Fall. Okay, also Power of Dog kann ich euch auch mal noch nahelegen von den Oscar-Kandidaten. Und Licorice Pizza eigentlich auch. Ah, Nightmare Alley fehlt mir noch. Nightmare Alley von Bradley Cooper. Na gut, also ist ja noch einiges drin. Was gehen wir so an Punkten? Bei Belfast bin ich noch so ein bisschen unentschlossen. So, ich weiß nicht, ich muss den, glaube ich, noch mal sehen, weil da hat mich so dieser visuelle Stil, und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass der Familie irgendwie was Schlimmes passiert oder dass irgendjemand, weil man mochte die Darsteller auch so sehr, fand ich. Da, egal wer es war, die Oma, der Opa, und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass da irgendjemand was Schlimmes passiert, und das hätte mir so traurig gemacht, und ich konnte dann teilweise, wenn das so die Konflikte hochgebrandet sind, dann konnte ich dem Film gar nicht so richtig folgen, da habe ich mir einfach Sorgen um die Figuren gemacht, aber das sagt schon auch sehr viel aus über die Qualität, wie das Drehbuch geschrieben ist und wie die Personen gespielt haben. Also von mir 7,5, aber es könnte sein, dass ich es rückblickend noch mal ein bisschen höher bewerte, vielleicht sogar. Weil ich habe nämlich direkt Lust bekommen, den noch zeitnah irgendwie noch mal zu sehen. Aber ins Kino werde ich nicht noch mal gehen, aber wenn der im Streaming läuft, gucke ich den noch mal. Das glaube ich auch. Bei dir? Also ich glaube, im Streaming würde ich auch noch mal gucken. Ich bin tatsächlich auch bei 7,5 Punkten. Gut. Weil super Film, richtig cool, richtig gut. Ich könnte mir sogar vorstellen, wir machen 8 draus, so rückblickend 8, wegen dem Jugendschauspieler. Stimmt, mache ich auch, ist eigentlich Quatsch. Ich mache auch 8 draus, ja. Genau, hier, Komma. War ein echt guter Film, ja, gut aus Ende. Hat mich die ganze Zeit unterhalten, und das ist mal einer, der hat es geschafft, wirklich ohne
großartige Action oder riesige Spannungsbögen oder sonst was und irgendwie doppelten Böden und sowas. Wirklich handwerklich gut gemachter Film. Hm. Alles klar. Okay, dann schauen wir doch mal, was vielleicht morgen drankommen könnte in der Sneak Preview. Wie sieht's denn da aus? Der Tipp lautet für morgen: Wer hätte damit rechnen können? Und es ist bis jetzt nur ein Film getippt worden, und zwar Mord in Saint-Tropez. Ah, hab ich getippt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ist das wieder eine französische Komödie? Ist eine französische Komödie, wo wirklich alle Komödienstars von Frankreich, die wir so in den letzten Jahren in der Sneak Preview hatten, mal zusammenspielen in einem Film. Das ist quasi, es läuft doch hier, läuft doch Tod auf dem Nil zum Beispiel im Kino, wo ja. Basierend auf Agatha, willst du dich irgendwie aussprechen oder... Du liegst ungefähr so die Strecke von hier bis zum Mond daneben, aber... Ja, vielleicht... Ach, Chris weiß, aber, was kommt. Aber ich hoffe trotzdem auf diesen Film. Der wäre schon nicht schlecht. Da sind wirklich alle drin. Gérard Depardieu? So Agatha, ja, Gérard Depardieu ist dabei, Christian Clavier ist dabei, dann hier dieser Benoît Poelvoorde heißt der, glaube ich. Das sind eigentlich alle französischen Komödienstars, die wir letztens... in Filmen hatten, wo sie alleine die Hauptrolle getragen haben, hier zusammen in einem Film und da passiert halt ein Mord und das ist auch so ein bisschen lustig gemacht, wie Inspektor Clouseau-mäßig, der Inspektor, der da ermittelt und so, der Trailer sieht extrem lustig aus. Ja, ich gucke ihn gerade ohne Ton und muss sagen, das wäre, glaube ich, was für mich. Ich mochte ja auch der Mord im Zug und ich habe auch Bock auf der Mord auf dem. Du hast immer Bock Schiff, auf Mord sozusagen, egal ob im Zug oder Mord. Ich mag, wenn ich mir ein Genre aussuchen dürfte, was ich immer angucken möchte, dann gibt es zwei Genres, die ich liebe, und das ist Crime und das ist Horror. Mhm. Und deswegen, wenn ich mal alle Serien aufschreibe, die ich mache, sind bestimmt, oder die ich angucke, sind es bestimmt 75% Crime. Okay. Deswegen. Es gibt auch hier bei Sky so einen Sender, ne? Crime irgendwas. Hast du den schon mal entdeckt? Ja, aber das ist True Crime. Ja, ja. Oh, das ist ja manchmal ganz, ganz übel, ey. Da. Ja, aber auch manchmal ganz, ganz schlecht. Ich bin da letzt rumgesappt und dann kam eine Szene, wo sich zwei Detectives oder sowas in der Art unterhalten haben und ich habe halt sofort gesehen, dass es ein Setting war, weil auf den Schreibtischen standen Telefone und die hatten nicht mal Stromkabel angeschlossen. Oh nein. Okay. Das war ganz schlecht. Ganz schlecht. Ja, dann schnell weiter, oder? Wir hatten ja genau die Tipps, hatten wir, und dann gehen wir mal weiter. Es ist ja nicht Heimkino, deswegen mache ich mal den Trenner noch nicht, denn ich war ja noch mal im Kino in dem Film Uncharted. Und allen beinharten Fans des Spiels muss ich sagen, falls ich da jetzt ein bisschen was falsch sage, ich habe das nicht mehr so präsent. Es ist eine Weile her, dass ich den ersten Teil mal angespielt habe, aber... Ich habe da nie weitergespielt irgendwie. Chris ist da bestimmt sattelfester, was das angeht. Nee, tatsächlich auch nicht mehr. Auch nicht. Also ich glaube, die ersten beiden Teile gespielt und dann bin ich irgendwie rausgewiesen. Aber ich habe die sehr gefeiert, weil ich die Spiele wirklich sehr mochte. Also ich habe den ersten wirklich nur angespielt. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil dann irgendwie mir die PlayStation abgenommen wurde von einem der Kinder oder so. Keine Ahnung. Und dann habe ich es irgendwie vergessen tatsächlich. Also Uncharted, wenn man es mal vorsichtig sagen darf, ist ja so ein bisschen so das Tomb Raider von Sony, aber mit einer männlichen Hauptfigur, so ein bisschen, also Schatzsucherei in so einem Setting mit Klettern und Rätsel lösen und so, wenn ich es mal vorsichtig sagen darf. Und Sony Pictures hat jetzt einen Film draus gemacht und was ich sehr interessant fand am Anfang, gab es so ein, ihr kennt doch dieses, ja, bestimmt, was heißt, ihr brauche ich euch nicht fragen, ihr kennt das Teaserbild oder das Anfangsbild, wenn jetzt zum Beispiel eine Star Wars Serie anfängt auf Disney Plus oder so, kommt ja dieses berühmte Bild, oder wenn ein Marvel Film anfängt, kommt ja dieses Bild, und da haben sie jetzt eins für die Sony Games, also für die, wo sie aus Games Filme machen, ja, das fand ich auch sehr nett, und da gibt es schon so ein paar Ideen für richtig geile Filme. Also da war so God of War, wenn ich das gesehen habe, mit dabei und so. Und ein paar andere, die dann so durchgeflutscht sind, die ich da so spotten konnte. Also das könnte noch ein interessantes Universum werden, was sich da auftaucht. Denn Sony hat ja nun auch sehr viel Asche für Filmproduktionen mit den Columbia Filmstudios. Haben sie auch ein gutes Studio, was man ja auch gesehen hat bei No Way Home.
Und aber ich schweife ja total ab. Uncharted. Dezent. Von Ruben Fleischer, der Mann. Geht's noch um Uncharted? Ich weiß gar nicht. Ja, Ruben Fleischer, der Zombieland gemacht hat, einen sehr geilen Film, der Venom gemacht hat, auch ein sehr geiler Film, der Gangster Squad gemacht hat, der hat Uncharted gedreht oder den hat man gewonnen dazu, als Regisseur diese Geschichte zu verfilmen. Und Tom Holland spielt den Nathan Drake und am Anfang sehen wir so eine Szene, da weiß ich nicht, ob die in dem Kanon von den Spielen auch drin ist, da bin ich nicht sattelfest, da sehen wir halt, wie Nathan Drake als junger Kerl in einem Waisenhaus aufwächst, zusammen mit seinem älteren Bruder und der ältere Bruder, der stellt halt immer viel Zeug an und stiftet auch den Jungen an, da brechen sie irgendwo ein und wollen so eine Karte stehlen von Magellan und sowas und dann wird der ältere Bruder, soll aber verhaftet werden, soll ins Gefängnis dafür, er noch nicht. Und der ältere Bruder beschließt dann zu fliehen aus diesem Waisenhaus, vor der Polizei auch zu fliehen. Und er gibt ihm noch so eine Kette mit so einem Ring dran und sagt, okay, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und wie es halt dann immer so ist, dann kommt so ein Schnitt, ein paar Jahre später, Nathan Drake alias Tom Holland arbeitet als Barkeeper in so einer angesagten New Yorker Bar und sein Bruder hat er jetzt schon seitdem nicht mehr gesehen. Er empfängt immer so Karten von ihm aus aller Herren Länder mit irgendwelchen kurzen Grüßen drauf. Die haben sich früher immer so einen Spaß gemacht, auch gegenseitig so kleine Rätsel so aufzuschreiben, zu schicken, wo man dann zum Beispiel ein Feuerzeug drunter halten musste unter das Blatt Papier, um das sichtbar zu machen und solche Geschichten. Und ja, er hat schon versucht, die Postkarten irgendwie zu untersuchen, ob da Hinweise sind, hat aber nichts weiter entdecken können. Und dann bemerkt Mark Wahlberg, der dann in diese Kneipe kommt, oder Kneipe ist eigentlich eine sehr angesagte, hippe Bar, Kneipe wird ihm nicht gerecht, bemerkt dann, dass Tom Holland einer Frau, ein It-Girl, was da gerade reinkommt, so das Diamantenarmband sehr, sehr gut stiehlt, ohne dass sie was merkt, so Taschenspieler, so Trick und er spricht ihn dann an und er kennt offensichtlich so ein bisschen seinen Hintergrund und lädt ihn ein, bei so einem Heist mitzumachen. Er will da so ein Kruzifix aus so einer Auktion stehlen, was gerade in so einem Hochsicherheitstrakt aufbewahrt wird von so einem Auktionshaus. Und das wird dann eben vorgestellt. Und dieses Kruzifix könnte der Schlüssel sein zu dem Schatz von Magellan, der ja um die Welt gesegelt ist damals und auch Schätze mitbringen sollte. Und die Schätze sind aber nie in Portugal damals angekommen, in Spanien angekommen. Und man nimmt halt an, dass der die Schätze irgendwo deponiert hat auf seiner Reise und dann diverse Schatzkarten und Schlüssel dagelassen hat. Einen Schlüssel hatte er, einen Schlüssel hatte jemand in der Mannschaft, damit niemand alleine sich diesen Schatz unter Nagel reißen kann. Und ja, das Kreuz soll einer der Schlüssel sein. Und wie es dann halt immer so ist, wenn es da um etliche Millionen in Gold geht, dann gibt es natürlich auch andere Interessenten. Und so gibt es dann auch diesen absoluten Bösewicht, der sowas von großartig gespielt wird von Antonio Banderas. Oh, ich fand es so super, wie der das gespielt hat, diesen... Ja, so ein spanischer Mäzen, der mit so einer Familiengeschichte von Hunderten von Jahren und dem seine Familie hat irgendwann damals im Mittelalter dem Magellan nämlich Geld geliehen für die Umschiffung der Erde und er sollte halt Schätze zurückbringen und hat es nicht getan, deswegen hat er halt ein persönliches Interesse dran, diesen Schatz auch zu finden und hat natürlich auch erhebliche finanzielle Mittel, solche Sachen zu finanzieren. Das ist einer der Gegenspieler von den beiden. Und dann gibt es noch andere, die damit dazustoßen. Es ist sehr viel so Indiana Jones-mäßiger Action-Quatsch, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist sehr viel Buddy-Movie-Film zwischen den beiden. Die werfen sich halt irgendwelche Sachen an den Kopf. Und der ganze Film beginnt mit einer halsbrecherischen Action-Szene, die man schon auf dem Poster sieht. Und die ja eigentlich auch, die war, glaube ich, auch im Spiel drin, da kann ich mich erinnern, da musste man auch das machen. Und es hat so viel Spaß gemacht, diesen Film zu schauen. Ich hatte noch mehr ein Grinsen hinter meiner Maske als bei Moonfall, weil es war einfach lustig, es war spannend, es war aufregend, es war überraschend, es war ein herrlich übertriebener Actionquatsch manchmal und das mag ich einfach total. Und ich freue mich, es gibt zwei Post-Credit-Scenes, die ich natürlich nicht verraten werde, weil ich auch weiß, dass ihr den eventuell auch noch gucken wollt,
aber unbedingt sitzen bleiben. Und diese Post-Credit-Scenes machen Lust auf so viel mehr. Und ich würde mich dermaßen freuen. Ich bin da, glaube ich, wenn jetzt Uncharted 2 ins Kino kommt, ich glaube, ich bin am Premierentag drin. Also das. Und kleiner Nachsatz noch. Meine Tochter war ja mit im Film und die kennt jetzt die Spiele überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, ey, wir haben jetzt das Wochenende sturmfrei und anstatt, dass du hier nur oben rumhängst, komm doch mit ins Kino. Und sie hat gesagt, ja, hat mich ein bisschen überrascht, weil sie wusste gar nicht, welchen Film und nix. Ist mitgekommen und sie kannte das gar nicht und ihr hat es auch total gut gefallen. Also da, das ist, glaube ich, für alle Altersgruppen ein richtig gutes Ding und es macht Spaß. Das Kino, wir waren im Traumpalast in Waiblingen, weil irgendwie in Innenstadtkinos lief es leider nur in dem mit der kleinen Leinwand, weil die anderen, die großen Leinwände sind bespielt mit anderen Sachen. Es war in Waiblingen lief es im großen Kino und es war fast ausverkauft. Also unten die erste Reihe war noch ein bisschen was frei und natürlich zwischendrin immer die Abstandsplätze. Aber ich glaube, den werden wir in den Charts, der wird nicht uncharted sein, der wird in den Charts ganz gut landen, glaube ich. Und von mir habe ich schon Punkte reingeschrieben eigentlich. Ich glaube, ich bin bei 8, ne? So, ja, 8 Punkte auf jeden Fall. Und er hat mir so viel Spaß gemacht, der Film. Deswegen, Chris, ich denke, dir wird er auch gefallen. Ja, denke ich auch. So wie du es beschrieben hast. Und war ja, oder ist tatsächlich auch so ein Stück weit noch auf meiner Liste. Aber letzte Wochenende hat einfach nicht gepasst. Keine Chance. Ich habe auch, ich muss sehen, dass ich wirklich spoilerfrei bleibe. Das ist ja, steht quasi mit am Anfang des Films, steht da Babelsberger Filmstudios. Das heißt, die haben da ganz, ganz viel gedreht dort in den Babelsberger Filmstudios. Unter anderem auch so Szenen mit alten Schiffen, ich sage jetzt mal nicht mehr. Und da habe ich natürlich besonders drauf geachtet. Und das, also das Set-Design, boah, Hammer. Also mal drauf achten, wenn man den Film schaut, dass, wenn ihr alte Schiffe seht, das ist in Babelsberger Filmstudios auf jeden Fall in einem echten Set gedreht. Und da gab es bei Instagram, bei den Filmstudios, gab es, glaube ich, mal so eine Story, wo sie da so durchgegangen sind. Und jetzt natürlich, nachdem der Film angelaufen ist, vorher haben sie es nicht gemacht. Und das ist schon beeindruckend. Also, sie haben das wirklich gut gemacht. Okay, das dazu. Ah, ich hätte Lust, den Film gleich nochmal zu gucken, jetzt wo ich drüber erzählt habe. Weil ich glaube, mir ist da noch ein bisschen was entgangen, weil da war so viel auch irgendwie im Hintergrund, so kleine Anmerkungen und da war es und dort war es, auch so andere Sony-Spiele und so. Okay, dann kommen wir jetzt mal in den Bereich Heimkino, wo wir einen Screener gesehen haben. Heimkino. Da haben wir den Screener bekommen. Arch Enemy. Kate, worum ging es denn da? Tatsächlich ist es ein bisschen ein verwirrender Film, deswegen würde ich mal die Filmbeschreibung vorlesen, die wir zu diesem Film auch bekommen haben oder zu diesem Screener bekommen haben. Max Fist behauptet, ein Superheld aus einer anderen Dimension zu sein, der durch Zeit und Raum gefallen und dabei auf der Erde gelandet ist. Da er jedoch hier keinerlei Kräfte besitzt, glaubt ihm niemand, außer dem Teenager Hamster, der mit der Geschichte seine Follower beeindrucken möchte. Gemeinsam schmieden sie den Plan, ein Gangstersyndikat und dessen teuflischen Boss, den man nur als The Manager nennt, zur Strecke zu bringen. Das beschreibt es auch ziemlich gut, denn wie es schon heißt, Max First behauptet, ist ein Superheld zu sein oder ein Superheld gewesen zu sein und ist eigentlich am Anfang des Films ständig betrunken und behauptet, dass das alles gar nicht richtig wirkt, weil in seiner Welt gab es das ganz anders und es wirkt voll gut und ach, irgendwie ganz seltsam. Und jedes Mal, wenn er dann von seiner Welt erzählt, und das ist das Einzige, finde ich, richtig gut an dem Film, ist, die Geschichten, wie er hier auf der Erde ist, die sind ganz normal gedreht und die Geschichten, wenn er erzählt, aus welcher Welt er kommt und welche Kräfte er dort hatte und dass er da gegen die Bösen gekämpft hat, das ist Comic-Style. Also die sind, das ist komplett gezeichnet und dann entsprechend zum Leben erweckt. Aber es ist halt zwei parallele Geschichten in einem Film gepackt und man sieht halt sofort den Unterschied zwischen Realität und möglicherweise Traum. Und der Film hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, einfach weil er
Also die Schauspieler waren nicht so gut. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Er tut sich halt mit diesem Teenager-Hamster zusammen, der irgendwie Schriftsteller oder Zeitungsreporter oder irgend sowas werden will. Ich habe das auch nicht ganz so rausgefunden. Der macht halt Videos und will die dann veröffentlichen und will dadurch Influencer oder Reporter oder sowas werden. Und trifft halt auf ihn und versucht ihm seine Geschichte zu entwirren und rauszufinden, ob das alles echt ist, was natürlich nicht so klingt, als wäre es echt, weil andere Dimensionen und so. Aber die Detailgetreue, mit dem Max es erzählt, ist halt sehr tief und man überlegt halt die ganze Zeit, hat er einen Schuss weg oder erzählt er die Wahrheit? Und wie gesagt, gemeinsam tun sie sich dann zusammen, um die Schwester, die in diesen Händen dieses Drogensyndikats hängen, zu befreien bzw. zu helfen und diesen Boss zur Strecke zu bringen. Genau, das ist ja dann noch so die zweite Geschichte mit der Genau. Schwester, die dann irgendwie sich da, die irgendwie so von kleinen Bodentätigkeiten irgendwie so ganz tief reinrutscht da in irgendwelche dubiosen Geschichten. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, hast du den Manager erkannt, Chris? Ich glaube, der kommt aus einer Serie, die du kennst. Das ist der Dennis aus It's Always Sunny in Philadelphia. Das kleine Ah, Einhorn. oh, Aber ich habe richtig, den ja, erst gar nicht richtig. erkannt mit seiner komischen blondierten Frisur. Das sah so abgefuckt aus. Irgendwie war alles ziemlich Ja. strange und weird und sowas in dem ganzen Film. Was ich dann so, ich mochte dann so ein bisschen diesen Dreh, den es dann genommen hat und auch diese Szenen, die da so gezeichnet waren drin. Und ich mochte halt, dass man jetzt nicht weiß, ist das jetzt so, wie der es erzählt, oder ist das alles Quatsch, weil man, ja, oder was ist da? Und ja, ich mochte auch so ein bisschen die Brutalität, die da drin war. Das hatte was von so einem kleinen Pulp-Filmchen da, was so ein bisschen schmuddelmäßig, so B-Movie-mäßig da so daherkommt. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber ach, letzten Endes, war teilweise ein bisschen zu verkopft, diese ganze Geschichte. Da mit diesen. So und extrem weird Ich fand's furchtbar. Darf ich das auch sagen? Hat Mich hat's echt den genervt. Einstieg total Komplett, der schwer ganze gemacht, Film. ja. Der ganze Film hat mich einfach genervt. Ich möchte da auch nicht groß drüber reden. Es tut Okay. mir, ich bin Ja. wirklich dankbar. Ich möchte an der Stelle sagen, ich bin super dankbar an jeden Filmverleih, der uns irgendwelche Das stimmt. Screener zur Verfügung stellt. Ich finde das Ja. wirklich bombig, dass wir hier als kleine Gruppe sowas bekommen, dass wir da auch was zu sagen können. Aber dann muss man leider auch damit rechnen, dass mal einem ein Film nicht so gefällt. Das ist in dem Fall einfach bei Arch Enemy bei mir so der Fall. Es tut mir leid. Naja, ich tue es mir nicht Der. leid, weil das ist ja. Ja. Naja, also ich habe aber das. schon Besseres gesehen und Aber ehrlich Schlechteres. gesagt passt es ganz gut ins Bild, weil der Regisseur hat auch die Farbe aus dem All gemacht. Den habe ich auch mal vor einigen Sendungen vorgestellt. Und der ist ja auch so komplett abstrus und seltsam und verwirrend und. Und das passt leider sehr gut ins Bild. Also, ja. Mandy hat er ja auch gemacht und der war Mandy, ja auch so ein bisschen von der anderen Welt. den mit Dings hier, Ja. mit, genau, Genau. mit dem bekannten Darsteller hier. Ja, ich weiß, wen du meinst. Kommt's auch nicht drauf? Okay, warte mal, dann Doch, Google. war es ist Nicolas ziemlich Cage, Ding. ja, Ja, genau. genau, das war doch dieser abgefahrene, dieses Blut, dieses Bloodshed hier, Ding Ja, hier. ja, ja. Aha, das hat er gemacht. Steht Okay. hier in der Beschreibung. Also ich fand Mandy ja ziemlich cool im Film. Ja, Aber die Farbe aus den. dem All läuft gerade auf Sky, habe ich gesehen. Aber Arch Die ist Enemy, sehr ich weiß nicht, seltsam. so aus der Rubrik hätte sehr cool werden können, hätte ein richtiger Ja. kleiner Kultfilm werden können, wenn das ein bisschen anders erzählt worden wäre und nicht so verkopft. Und man hat auch gemerkt, habt ihr gemerkt, da waren manchmal so Szenen, die so im Freien gespielt haben, nachher speziell gegen Ende, aber keine Sau auf der Straße. Ich glaube, Ja. die haben das wirklich während Corona irgendwie gedreht. Irgendwie, da war alles irgendwie Lockdown und so. Und sie haben da mit ihrer kleinen Gruppe nur zwei, drei Leute haben sie irgendwo auf der Straße gedreht. Ja. Also von mir, weiß nicht, ich glaube, drei, vier, ja, 4 Punkte habe ich drin bekommen, da bleibe ich dabei. Ja, ich gebe auch nur 4 Punkte. Ich gebe ihm 3 Punkte. Für den visuellen Stil und fürs Blut und so. Und jeder, der sich davon ein eigenes Bild machen kann, dieser Film ist ab 17. Februar, also ist schon vorbei, als Video on Demand und ab 24. Februar als Blu-ray, DVD und Mediabook erhältlich.
Unbezahlte Werbung. Okay. Ja, aber wir kriegen ja auch den Screener zur Verfügung gestellt. Stimmt. Kann ich auch sagen, wann der Film rauskommt? Ja, definitiv. Klar, super. Nee, mache ich da auch immer. Wann können wir denn Blumhouse sehen? Der Hexenclub. Ah, Blumhouse, den kann man schon sehen. Der läuft nämlich auf Sky. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich kurz erzählt, weil der Hexenclub ist ein sehr, sehr okkultiger Film gewesen. Also das war so einer der ersten gruseligeren Filme, die ich aktiv angeschaut habe. Und es gibt jetzt eben dieses Remake der Hexenclub und der ist, tut mir leid, einfach nur Banane. Also der erste von 1996 war jetzt auch nicht der absolute Oberhit. Der kam halt raus zusammen mit Filmen wie Scream und so. Das war so eine ganze Welle an Horror und Filmen oder Pseudo-Horrorfilmen. Hexenclub war jetzt nicht so horrormäßig, aber er war halt extrem gut gemacht. Und die neue Version von 2020 ist halt überhaupt nicht gruselig. Es ist halt, also, es geht um ein junges Mädchen, die mit ihrer Mutter... Bist du auch abgehärtet in der Zwischenzeit? Ich weiß es nicht, aber es ist halt total unspannend. Es geht halt um ein Mädchen, das mit ihrer Tochter zusammen umzieht, um bei der Mutter ihrem neuen Freund und dessen Söhne einzuziehen. Und so kommt sie halt an eine neue Schule und neue Leute und alles ist bäh. Und parallel dazu wird halt die Geschichte von drei Hexen erzählt, also auch Teenager, die an diese Schule auch gehen und die eben Magie praktizieren, auf kleinstem Maße. Denn sie kommen immer über einen gewissen Punkt nicht hinaus, weil für einen funktionierenden Hexenzirkel braucht man 4 Personen. Sie sind aber nur zu dritt. Nun kommt das neue Mädchen an die Schule und wird da ein bisschen gehänselt und wird dann provoziert und bei dieser Provokation zeigt sich, dass sie Zauberkräfte hat. Und die drei denken natürlich, okay, wir haben unsere vierte für unseren Zirkel gefunden und spinnen die quasi so ein bisschen mit ein. Und sie werden dann dicke Freunde und bla und fangen an zu zaubern. Und das Schlimmste, was passiert, ist, dass sie einen Jungen verzaubern, der plötzlich nett wird, herausfindet, dass er schwul ist oder so, glaube ich, und Selbstmord begeht. Das ist alles. Also da gibt es keine Zauberei, dass einem ein Arm abfällt oder dass jemand, keine Ahnung, verstümmelt wird oder durch die Luft geflogen wird oder irgendwie sowas. Das ist eigentlich ziemlich dröge, weil es gibt halt nur diesen einen Zauber und ansonsten nur so Mini-Kleinigkeiten. Und ich zähle das halt überhaupt nicht als Horrorfilm oder so, ja. Und das ist einfach nur langweilig. Das ist nichts anderes. Die Schauspielerinnen sind jetzt auch nicht so der Oberknaller, die ja diesen Hexenzirkel betreiben. Der einzig bekannte Schauspieler ist David Duchovny. Der spielt diesen Vater, der aber auch einen Schuss weg hat. Ach, ist alles so ein bisschen. Also ich hatte mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Und wenn man schon so Zauberkräfte hatte, also im ersten, im Originalteil, da war das wirklich so, da wurde die eine richtig dunkel und hat wirklich schlimme Magie betrieben und so. Und in dem ist halt, ups, wir haben, jetzt ist was schiefgelaufen, jetzt hören wir besser auf zu zaubern, für immer. Hm. Oh, das ist sehr, sehr weich gespült. Produktion grundsätzlich war in Ordnung, gut gedreht, gute Effekte, alles super, schönes Setting. Schauspielerin, naja, aber die Story ist halt viel zu seicht. Viel zu seicht. Ja, für mich ist das nix da. Ich weiß nicht, da. Ich habe auch den damals, den 90ern oder wann der war. Oh, nee. Es war auch nicht schon meins, deswegen habe ich den neuen gar nicht erst. Ja, doch, der alte war schon geil. Der war auch ordentlich besetzt und so, deswegen. Ich habe da in den 90ern den ganz harten Stoff geguckt, den man da sich besorgen konnte, irgendwo uncut, irgendwo auf Video. Da war das nichts für mich mit irgendwelchen Mädels, die sich zusammenfinden und da irgendwie, da gab es ja auch Unmengen solche, sagen wir so, etwas weichere Teenie-Horrorfilme, ja. Nicht so, da mit irgendwelchen Witchboards und mit irgendwelchen Puppen oder irgendwas, ja. Ja, ich weiß nicht, das war halt der Zeit, wo auch dann, wie gesagt, Scream rauskam. Da gab es so eine ganze Welle an jetzt, aus heutiger Sicht, klassischer Horror- und Splatter-Filme.
Und die bekommen ja jetzt momentan ein Revival. Also wir sehen es ja an einem neuen Scream-Teil, den ich hoffentlich noch irgendwie im Convestheimer Kino die nächsten Tage gesehen Oder bekomme. im Traumpalast, ein Weibli. Weil, ja, oder so, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob er noch irgendwo läuft, weil jetzt, wo ich Hey, wieder gesund bin, kann ich Innenstadtkinos nicht oder Get hingehen. Lost? Läuft Der das da noch? Innenstadtkinos Mal läuft da gucken. nicht mehr. Nee, Nö, egal, ich habe ja, Innenstadtkinos oder dadurch, dass Get ich krank Lost. war, habe ich ja eh so eine Horrorfilmreihe quasi gemacht. Da kam dann eben auch der Hexenclub mit vor. Nächste Woche stell ich noch zwei andere Filme vor aus der Horrorfilm-Ecke. Und Na, mal schauen. der ist einfach viel zu seicht. Das ist viel zu seicht. Und dieses Aufleben lassen dieser klassischen Horrorfilme oder klassischen Filme generell kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Ja. Gut, dann machen wir hier eine Klammer dran an die gesehenen Filme und der Rest heben wir uns fürs nächste Mal dann auf und schauen doch mal, was so Neues anläuft und was in den Charts ist. Mal gucken, ob da vielleicht schon Uncharted drin ist. Mal gucken. Kinocharts und Neustarts. So, was haben wir denn hier? In den Innenstadtkinos ist auf Platz 5 Marry Me, verheiratet auf den ersten Blick mit Jennifer Lopez und Owen Wilson, glaube ich, ja. Ja, oh, Wilson, ja. Auf Platz 4, Moonfall. Yay. Haben wir schon was davon gehört? Yay. Und der läuft, glaube ich, im Gloria, nimmt die eine große Leinwand weg. Aber Uncharted ist dann direkt auf Platz 3 in den Stuttgarter Innenstadtkinos. Darüber habt ihr jetzt ein Auf bisschen was gehört. Platz 2, wunderschön. Ja, der nimmt die andere große Leinwand weg. Ach nee, Also Quatsch. Nee, wunderschön heißt der Film nicht, es ist wunderschön, Quatsch. dass der da ist. Wunderschön und Tod auf dem Nil. Genau, Tod auf dem Nil ist die eins, die nehmen die zwei großen Leinwände. Ja, Tod auf dem Nil, auch Kenneth Branagh, der Belfast gemacht hat. Mal schauen, ob die dann gleichzeitig noch laufen, die beiden Kenneth Branagh-Filme. Oder hat er den gemacht? Er hat zumindest den vorhergehenden gemacht, aber den hat er, glaube ich, auch gemacht, oder? Sie stellen Fragen Man hier. weiß Ich es will ihn auf nicht. jeden Fall sehen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was startet denn diese Woche? Da Hast du läuft. Platz 1 gesagt? Ja. Ne. Ja, Tod auf dem Nil, Okay. oder? Ja, genau. Entschuldigung. Ich Es läuft war gerade Belfast abgelenkt. an. Darüber haben wir ein bisschen was gehört. Und da solltet ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, unbedingt reingehen. Das ist ein toller Film, Oscar nominiert. Wenn ihr irgendwas mit Filmen am Hut habt, guckt den an. Ja, es läuft auch an King Richard. Den hatten wir auch in der Sneak. Yay. Und toller Film, unbedingt anschauen, Auch Oscar Oscar Kandidat. nominiert, ja. Unbedingt. Biopic mit Will Smith in der Hauptrolle über das Leben von Serena und Venus Williams, die in Teenagerjahren von ihrem Vater Richard trainiert wurden. Toller Film, richtig toller Film. Ja, genau, was vielleicht ein bisschen klingt so wie, ja, da geht es um Sport und Tennis und ich habe keine Ahnung von Tennis und sowas. Ja. Nee, angucken, das ist wirklich eher so diese persönliche Beziehung. Es ist sehr witzig, ist spannend gemacht und gut erzählt. Ne? Unbedingt reingehen. Dann läuft noch an Studio 666, eine Horrorkomödie, in der die Foo Fighters in ein Horrorhaus einziehen, um ihr 10. Album aufzunehmen und von bösen Entitäten überrascht werden. Da habe ich tatsächlich schon einiges darüber gelesen und gehört, weil ich das so absurd fand, was die da machen. Ja, klingt einfach schon super witzig, also ganz Ja. ehrlich. Und es klingt, es wird wahrscheinlich genau so, wie es ist. Einfach, die nehmen sich einfach komplett auf die Schippe und ich glaube, das könnte der ein total krasser, cooler Film sein. Ja, vielleicht sollte ich den mal noch für die Sneak mittippen. Das klingt so abgefahren hier. Dann kommt wenigstens ein bisschen Farbe rein in die Sneak-Tipps, sonst ist es nur einer. Ich glaube, ich Ja, schmeiß den noch genau. mit rein. Ebenfalls läuft ein Drama an, und zwar Der Mann, der seine Haut verkauft. Satirisches Drama um einen Syrer, der für die Chance, mit seiner Verlobten in Europa vereint zu werden, ein Schengen-Visum auf seinem Rücken tätowieren lässt und zum Ausstellungsstück für Kunstliebhaberinnen wird. Uff. Trübe Wolken, den hat man ein paar Mal getippt gehabt in der Sneak, weil das Nachfolger von irgendwie. Trübe Tassen. Weil das die Nachfolger von Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ja, weil das auch so auf diverse Tipps gepasst hatte. Neuer Film mit unter anderem David Striso in der Hauptrolle. Der 17-jährige Paul ist ein Außenseiter an der Schule und zu Hause und irritiert und fasziniert. Mit dem Drama mit Thriller-Anleihen legen Christian Schäfer und Glenn Büsing ihr Kinodebüt vor, okay? Neposlushnik. Russische Komödie, in der ein Vlogger, ein Vlogger, also ein Vlogger auf der Flucht vor dem Gesetz Unterschlupf in einer Kirche sucht. Ich glaube, es heißt so viel wie frecher Kerl oder sowas. Neposlushnik, wenn ich mich da recht erinnere.
Dann gibt es eine Wiederaufführung in der Reihe Best of Cinema von Total Recall, den alten Film mit Arnie, der immer noch cool ist, aber wird nicht überall laufen. Saf läuft noch an, Drama in Istanbul spielend um einen Bauarbeiter, dem seine inneren Dämonen zum Verhängnis werden. Da spielt unter anderem Kida Kodor Ramadan mit, der hier von bei Four Blocks mitgespielt hat. Okay. Ja. El Fulgor ist eine Doku. Der werden wir nicht mit rein, aber Dokumentation über argentinischen Karneval klingt aber spannend irgendwie. The Shift. Nach einem misslungenen Anschlag nimmt ein jugendlicher Selbstmordattentäter seine Sanitäter als Geiseln. Beeindruckendes Terrordrama aus italienisch-belgischer Produktion. Auf Deutsch heißt das Der Anschlag. The Shift heißt auf Deutsch Der Anschlag. Der Anschlag. Wettlauf gegen die Zeit. Anka von Süleyman Mert Özdemir. Ist er jetzt nicht Landwirtschaftsminister? Mit Orsan Akra. Oh, nein, das ist Cem Özdemir. Ja, okay. Nicht verwechseln. Ugur Uzunel. Steht aber leider nicht da, worum es da geht. Ich schätze mal, türkische Film mit Action, mit Liebe, mit Verrat, mit allem, wie es halt immer so ist. Ja, ja. Und dann läuft noch ein Gangubai Katyavadi von Sanjay Leela Bansali. Keine Ahnung, das klingt irgendwie nach einem indischen Film. Ich nehme an, mit Tanzen auch. Ist jetzt wenn man draufklickt, ich schreibe ganz kurz die Beschreibung. Wir benötigen eine Einwilligung, um von der Redaktion eingebundenen Inhalt. Nein, kein, oh Gott, also ich lehne mich aus dem Fenster und sage, da wird getanzt. Indien in den 50er Jahren. Die junge Ganga wird von ihrem Verlobten unter falschen Versprechungen nach Mumbai gelockt, wo sie keine Filmkarriere, sondern ein Leben in Zwangsprostitution erwartet. Doch weder den Zuhältern noch den Freiern gelingt es, Gangas Widerstand zu brechen. Sie beschließt sich mit dem Mafia-Boss Rahim zusammen und wird zur gefürchteten Gangbai, einer Beschützerin von Prostituierten, Vorkämpferin für die Rechte von Sexarbeiterinnen. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet von dem Poster. Und von vielleicht wird auch nicht getanzt. Mal, wie hieß der andere, wo ich Anka hieß, der nochmal da auch. Da lehnt man sich ja mal aus dem Fenster. Dann. So Anka. Bäm. Klammer rausgefallen, ganz hervorragend. Okay, ja, viel Drama. Aber okay. Mit Übergewicht kenne ich mich ja aus. So. So, na Mensch, da läuft ja ein buntes Programm an. Viele Oscar-Kandidaten und noch ein bisschen Nebenprogramm. Wird schon irgendwas dabei sein, was euch gefällt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wollten wir nicht über einen Trailer? Nee, das war nicht. Ah, nee. Dann machen wir weiter bei den Serien. Serien. Kate, ihr Metier? Meine absolute Lieblingskategorie in diesem Podcast, Serien. Ich habe für euch zwei relativ neue Serien ausgecheckt, und zwar einmal auf Netflix, Inventing Anna. Und zwar habe ich die Serie auch komplett durchgeschaut, innerhalb von 2 Tagen. Ihr wisst, was es heißt, sie hat mir gefallen. Inventing Anna ist eine Geschichte, die teilweise auf der Wahrheit beruht, auf tatsächlichen Ereignissen und teilweise auch ein bisschen erfunden wurde, was auch immer wieder eingeblendet wird am Anfang jeder Episode. Und es geht um Anna Delvey oder auch Anna Sorkin, wie sie dann später rauskommt, wie sie wirklich heißt, die sich als deutsche Erbin ausgibt in den USA, genau genommen in New York, und dort die High Society aufmischt und Lügen und Betrügen an erster Stelle in ihrem Leben stellt, denn sie ist keine reiche Erbin, sie ist einfach nur ein Durchschnittsmädchen, was einfach nur gut aussieht, weiß, wie sie sich zu präsentieren hat, einen ziemlich hohen IQ hat und alle um ihren Finger wickelt und so Tausende von Dollar erschleicht und ergaunert, bis sie dann irgendwann geschnappt wird. Und das ist tatsächlich der Teil der Wahrheit dieser Geschichte. Und der Rest drumherum ist, glaube ich, ziemlich viel Interpretationssache von Netflix gewesen. Denn es wird aus der Sicht, also aus zweierlei Sichten gespielt. Einmal aus der von Anna Delvey, gespielt von Julia Garner, die man kennt aus The Ozark. Und aus der Sicht von der Reporterin Vivian Kent, die gespielt wird von Anna Chlumsky, die man zum Beispiel kennt aus... Wer kennt sie? Ja, supi. Gut. Denn Anna, Vivian Kent will einen großen Artikel in ihrer Zeitschrift veröffentlichen. Also sie arbeitet für eine Zeitschrift, ist Reporterin und will da einen großen Artikel veröffentlichen und hat ein ganz gutes Gespür für Geschichten und trifft eben auf diese Geschichte von Anna Delvey und
durchschaut so ein bisschen auch die Machenschaften dahinter und will verstehen, wie sie das schaffen konnte. Wie war das möglich? Und somit fängt sie halt an zu recherchieren und auch sich mit Anna zu treffen, die mittlerweile im Gefängnis sitzt. Und so kommen wir eben in den Rückblicken dann zu Annas Geschichte. Und das ist, ehrlich gesagt, richtig gut gemacht. Ich wusste, dass es tatsächlich mal sowas gab, dass irgendwie eine deutsche Frau sich ausgegeben hat als Erbin, aber in welchem Umfang das dann war und so, habe ich nicht gewusst. Und was auch extrem faszinierend ist, ist die Optik. Also die Schauspielerin ist extrem gut gecastet und das Setting ist grundsätzlich sehr gut gemacht, denn es gibt natürlich viele Fotos von Anna Delvey, also von der echten Anna Delvey, als dann auch ihr Prozess und so war. Und man hat sich in der Serie sehr an diese Optik gehalten, also an die Art, wie sie sich bewegt hat, was sie getragen hat, auf ihre ganze Art und Weise, weil sie irgendwann schon, sie war schon so sehr von ihren Lügen überzeugt, dass sie selber dran geglaubt hat und dass das jetzt der Jahrhundertprozess wird. Und das ist wirklich einfach gut umgesetzt. Also wenn man sich es nebeneinander legt, die Outfits im Gefängnis, im Gerichtssaal zu denen, die dann in der Serie gezeigt werden, das ist fast 1A, das gleiche Outfit. Ja, also könnte man meinen, es ist exakt das gleiche. Und das ist halt echt, ich gut gemacht, es ist hochkarätig gedreht, das ist sehr gute Qualität für so eine Serie und es ist nur eine Miniserie, das heißt, die ist auch nach diesen 9 Episoden zu Ende. Und das ist okay, weil mehr zu erzählen gab es nicht, als diese Fake-Geschichte, die sie sich da aufgebaut hat. Und wie gesagt, ich habe es in einem Rutsch weggeguckt, weil es halt einfach spannend und interessant war und Spaß gemacht hat anzugucken. Kann ich also absolut empfehlen. Ja, mit Einschränkungen würde ich es empfehlen. Ja, genau. Ja, ich hasse einfach solche Leute. Ich habe solche im Berufsleben leider schon oft, sind mir die über den Weg gelaufen, gerade wo ich auch noch im Business Development gearbeitet habe. Es gibt sehr viele sogenannte Projektentwickler. Ich bezeichne die immer so als Busfahrer. Ja, die fahren einen Bus und versuchen, die Leute einzuladen. Versprechen denen irgendwas oder erzählen denen irgendwas, versuchen die einfach nur, dass sie in den Bus einsteigen, um dann zur nächsten Station zu fahren und dann anderen Leuten zu sagen, guck mal, die Person oder die Firma ist schon mit an Bord, willst du nicht auch? So, weißt du, so diese Art und Weise. Und das verursacht einfach so viel Geschärre, was du da mit diesem Mist hast, ja. Weil du musst sie natürlich, du weißt ja nicht erstmal, ist da was dahinter oder ist es nicht dahinter? Ich habe mittlerweile ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl entwickelt, wenn ich da irgendwo denke, ah nee, da ist nichts dahinter. Aber die sind halt auch sehr gut, ne? Die bringen das halt gut rüber. Und was man hier in der Serie auch sieht, wie die auch wirklich ihre Freunde oder die ihre Freunde sein wollen, wobei natürlich viele auch erstmal nur den Reichtum sehen und dass sie mit Geld um sich wirft und dann sich quasi bei ihr anbiedern und dann Freunde sein wollen. Und gar keine echten Freunde sind und dann natürlich auch von ihr dann irgendwann mal abgezogen werden. Und ja, es ist einfach ätzend, wie das so dargestellt wird. Mir kommt sie immer noch ein bisschen zu gut weg in der Serie. Die Anna, mir kommt sie auf jeden Fall zu gut weg, weil sie ist einfach, es wird ja immer so offen gelassen, so wie, ja, hat sie dieses Projekt, wollte sie das wirklich machen? Es gibt einfach, es ist ja dann in einer der Folgen auch mal drin, dass sie den Billy von dem Fire Festival mit dem zusammen war, in diesem Incubator und so. Das ist ja genauso eine schillernde Person. Der hat irgendwas gemacht, ist ein bisschen zu Geld gekommen, wollte dann auch so ein Riesenprojekt machen, wo er sich völlig verhoben hat. Und da Leute über den Tisch gezogen hat, als er gemerkt hat, er kriegt es nicht hin, hat er einfach die Leute über den Tisch gezogen. Und so ist es ja bei ihr auch. Sie will das Projekt an Land ziehen, um quasi ein... Willst du irgendwas sagen? Chris, du alles gut. Du holst nur ständig Luft hier. Alles gut. Ich musste gerade lachen, Entschuldigung. Ach so. Nicht wegen dir. Will nur das Projekt hier an Land ziehen, um eben eine neue Kreditlinie zu bekommen. Sie hängt sich ja von einer Kreditlinie zur nächsten. Ja, jedes Mal, wenn sie irgendwo einen verbrannt hat, ist wie so ein Heuschreckenschwarm, zieht sie zum nächsten. Und da kommt sie mir einfach noch viel zu gut weg. So wie, ja, sie hat an das Projekt geglaubt und ja, sie hat selber sogar dran geglaubt. Aber auch so, wie sie dann Leute behandelt und so unterschiedlich, wie sie gegenüber verschiedenen Leuten auftritt. Ja, mir kommt sie noch in der Serie noch ein bisschen zu gut weg, finde ich. Und hätte ich mir ein bisschen mehr Kritik gewünscht. Ach, ich finde, man merkt, also ich finde, man sieht schon,
wie schockierend, also auch die, also wenn hier die Reporterin neue Geschichten aufdeckt oder mit ihr redet und so, man sieht halt schon auch, wie erschreckend bescheuert die Anna ist. Also die ist weit weg von der Realität und hat wirklich, also die hat irgendeinen psychischen Hau weg, so wie die sich verhält und welche Scheiße sie sich reinreitet, nur um im Endeffekt nur berühmt zu sein. Und ich finde, dass das schon gut rauskommt. Aber ich verstehe deine Sichtweise, dass das natürlich schon schwierig ist. Ich weiß nicht, ob sie berühmt sein will, weil sie bewegt sich halt einfach in den Kreisen und sie rutscht halt dann auch da so irgendwo rein, weil sie dann wie heißt es im Englischen, blend in. Also sie kann sich so gut da quasi, wenn sie sich in den Kreisen bewegt, geht sie halt da drin auf, ja. Also sie wird jetzt da nicht identifiziert als, die gehört hier nicht her oder so. Sie ist halt in irgendeinem Kunstmuseum und wird halt dann, unterhält sich dann halt auch und hat halt auch das Wissen darüber, über die Kunst und so und kann sich da halt auch wirklich mit den Personen unterhalten und Ja, ja. aber allein die Szene vor Gericht, wo sie das erste Mal vor Gericht geht, wo sie sich dann erst weigert, das anzuziehen, was man ihr gerichtet hat, weil so kannte sie sich ja nicht zeigen. Und dann ihre Enttäuschung festzustellen, dass kein einziger Reporter oder nur zwei Reporter im Gerichtssaal sind und sie dann sichtlich enttäuscht ist und wütend darüber ist, dass sie nicht die Anerkennung der Presse bekommt, die sie ja aus ihrer Sichtweise verdient hätte. Und dann eine Freundin zu haben, die ihr dann, die dann quasi für Wirbel sorgt, und zu sehen, wie sie dann drauf aufblüht, je mehr Kameras in den Rechtssaal kommen, pro Gerichtstag, wie sie dann aufblüht und die sieht sich halt in einem komplett anderen Licht. Die ist fern von jeglicher Realität und ich finde, das kommt sehr gut raus. Also die Schauspielerin stellt das für dich sehr gut dar. Das auf jeden Fall. Diesen Es ist leider Größenwahnsinn. diese, ja, diese, diese Na diesen Narzissmus und diesen Glauben an irgendwas, an irgendwelche dubiosen Sachen, Projekte und sowas, das erlebst du halt so oft. Das ist so oft mit irgendwelchen komischen Projektentwicklern, die dann damals immer bei uns aufgeschlagen sind, ja, Millionenprojekt und das so und so soll es laufen, weißt du, und den haben wir schon und so und die produzieren so viel Arbeit, weißt du, du machst dann hier Due Diligence Study und sonst was alles intern hast, und dann zerplatzt das irgendwann, wenn du Glück hast, zerplatzt das, weil du dann irgendwann sagst, okay, jetzt bräuchten wir aber mal, was weiß ich, mal 5.000 € für die und die Studie oder für das und das Gutachten, ja, und dann merkst du, okay, die haben überhaupt nichts auf dem Knopf, die haben keinen Knopf in der Tasche. Die haben nichts, ja. Dann, deswegen machen wir meistens am Anfang immer mal so eine kleine Rechnung, um mal zu sehen, ob da überhaupt Geld fließt von denen, ja, weil meistens bricht das zusammen. Das sind völlig, die haben ein Outfit irgendwie, was sie sich mal zusammengespart haben oder von jemand anders zusammengeklaut haben, und ziehen dann umher und versuchen da Sachen zu akquirieren und das ist ganz furchtbarer Menschenschlag da, wäre sowas. Deswegen. Ja, aber die Serie ist schon, kann man es auf jeden Fall angucken, ist ja nicht umsonst jetzt in Netflix, in den Charts drin. Ich habe es ja auch komplett gesehen, weil wir die ja bei Fortsetzung folgt besprechen werden und deswegen. Und ich kannte den Fall damals sogar, ich habe das so ein bisschen verfolgt, wo das war, weil das war auch in diesem Zuge von dem Fire Festival, weil das war ja vorher und dann hieß es dann, als das aufgekommen ist, hieß es dann, ja, die war da auch mit in diesem Dunstkreis drin und so. Da habe ich dann auch mal ein bisschen nachgelesen, wie das so abgelaufen ist und. Ah, ist schon heftig, aber gibt es leider viel zu viel. Ich hoffe mal, viele nehmen das so ein bisschen als Warnung, nicht gleich, wenn irgendein Instagram-Sternchen sich da irgendwie toll darstellt mit Fotos von Monaco, von irgendwelchen Yachten, dass das wirklich jemand ist, der Geld hat oder sowas und ja, da Vorsicht walten lassen. Okay, was ist denn Suspicious von Apple TV? Also, Erzähl ich mal. habe es tatsächlich falsch aufgeschrieben. Es heißt Suspicion. Ohne S. Suspicion. Suspicion. Von Apple TV Plus ist eine Serie, wo momentan jeden Freitag eine neue Folge erscheint. Und es ist eine Krimi-Drama-Thriller-Serie. Fünf Briten werden beschuldigt, den Sohn einer ja, US-amerikanischen Medien-Mogul-Tante entführt zu haben, weil sie sich alle zur gleichen Zeit für einen Tag in New York in einem bestimmten Hotel befunden haben. Und sie werden halt in Großbritannien dann wieder verhaftet. Und die Großbritannien tut dann in Zusammenarbeit mit den amerikanischen Behörden gegen sie ermitteln, um rauszufinden, ob die damit zu tun haben. Und sie sind also quasi suspicion.
also verdächtig. Und sie werden verdächtigt einer Entführung. Und wir lernen so über die einzelnen Episoden ein bisschen die Hauptprotagonisten kennen, diese fünf Beschuldigten, die aber mal am Anfang denkt man, wie kommen die denn um Gottes Willen auf die fünf? Das ist ja, die haben ja eigentlich nichts damit zu tun. Die waren einfach zur falschen Zeit im falschen Ort. Das ist so dein erster Gedanke. Aber dann, später, nicht mehr. Aber in welchem Format es zusammenhängt und inwieweit, das, soweit bin ich noch nicht, weil, wie gesagt, es kommt erst jeden Freitag eine neue Folge. Bisher gefällt mir die Serie ganz gut. Sie könnte ein bisschen schneller erzählt werden. Also zum Beispiel in der vorletzten Folge ist gefühlt nichts passiert. außer, dass sie verhört wurden. Ja. Klingt aber spannend. Ich sehe gerade, Uma Thurman ist dabei. War richtig spannend. Ich habe es gerade mal mit in das Dokument bei Fortsetzung Volk geschrieben als Vorschlag. Bin ich mal. Ja, schöne Schauspieler, unter anderem Kunal Nayar, den wir ja kennen aus The Big Bang Theory. Big Bang, ne? Ja, und auch Elise Scable ist dabei. Uma Thurman spielt mit. Die spielt diese Medienmogulin. Und ist eigentlich ganz nett besetzt. Und wie gesagt, letzte Folge war richtig spannend. Da habe ich richtig Bock auf die nächste Folge. Kann man durchaus mal reinklicken. Apple TV macht in letzter Zeit sehr gute Serien. Ich überfliege gerade hier den Spiegelartikel. Ja. Die Kunst der Achterbahn-Erzähltechnik bei Suspicion. Wird unter anderem erwähnt, dass die Serie auf einer israelischen Serie aus dem Jahr 2016 basiert. Der heißt False Flag. Interessant. Bin sehr gespannt. Also ich habe es mit eingetragen. Das klingt spannend. Das werde ich mal vorschlagen. Okay. Ja. Dann. Rätselecke. Heute geht's wieder los. Rätselecke. Chris, hör auf zu tippen. Jetzt geht's los mit Rätsel. Konzentrier dich. Verzeihung. Das werde ich auch darf heute richtig viel getan. Reden. Das ist voll schön. Ich darf heute richtig viel erzählen, denn ich bin heute dran, ich stelle euch Rätselfragen. Und zwar habt ihr ja schon mitgekriegt, was ich vorhin erzählt habe. Ich habe momentan so ein bisschen so meine Horror-Weeks und deswegen habe ich Horrorfilmfragen mit möglichen Antworten. Ich nenne sowas immer Zeugniserstellung. Ja, ist okay. Ich dachte, es ist die Woche, wo die Elternabende stattfinden. Nee, das interessiert mich nicht. Die Horrorwochen, nee. Nicht, okay. Also ich stelle eine Frage und es gibt vier mögliche Antwortmöglichkeiten. Ich kann es auch, wenn ihr wollt, auf zwei begrenzen, wenn es euch zu viel ist. Begrenze es doch auf eine, das ist einfacher. Dann. Na dann. Also. Wer darf zuerst antworten? Das muss ich. Okay, ich antworte zuerst. Alter vor Schönheit. Okay, Frage Nummer 1. In welchem Jahr erschien Blair Witch Project? Ist es A, 1989? Ist es B, 1999? C, 2009? Oder D, 2016? B, 1999. Chris, was sagst du? Wollte ich auch sagen. Ich sag auch B, 1999. Diese Antwort ist korrekt. Bing, bing, bing. Das war einfach. Ja, das fand ich jetzt auch. 89 war die Grenze zu, da habe ich noch Kim Blair Witch geguckt. Und 2009 auf keinen Fall. Also das war ein bisschen einfach. Ich wäre jetzt ins Schleudern gekommen, wenn es gehießen hätte 98, 99, 2000, genau. 2001. Dann wäre ich richtig ins Schleudern gekommen. Also ich wusste, dass es vor 2000 war, aber ob das jetzt 97, 98, 99, wusste ich nicht. Ja. Glückwunsch, steht 1-1. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie viele Saw-Filme gibt es mittlerweile? 4, alle! 5, 6, oder 7? 7. Hätte ich auch gesagt. Erik, auch sagst du auch 7? Es stand nämlich da, Saw Spiral 7. Wo fliegst du? Ja, das ist echt. Aber. Wir sind aber zu gut. Richtige Detektive hier. Aber der heißt doch eigentlich nur Spiral, A New Saw Saga oder sowas. Ich glaube, im Englischen hieß der Saw 7-Spiral oder sowas. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall richtig. Ich habe beide einen Punkt, steht 2-2. Nächste Frage. In wie vielen Tagen wurde Paranormal Activity 2007 abgedreht? 7, 10,
20 oder 30 Tage? 10. 20. Bubum. Der Erik hat recht, es sind 10 Tage. Ich wusste, es waren keine 14 Tage, das wusste ich. Erik hat gewonnen. Yay. Ich hätte noch 2 Fragen. Ja, da können wir noch weitermachen. Wenn du noch 2 hast, passt es ja. Ja, eben, deswegen ja. Ich führe nur mit einem Punkt, also okay. Gut. Wie heißt Carrie aus dem gleichnamigen Film von 1976 mit Nachnamen? A. White, B. Black, C. Red oder D. Blue? Underwood. Heffernan. Carrie Heffernan. Carrie. Black. Ich habe keine Ahnung mehr. Carrie White passt doch eigentlich am besten. White ist doch ein Name, oder? Jetzt hat der Erik wirklich gewonnen. Ja. Okay, dann hat der Erik komplett. Jetzt ist er uneinholbar vorne und hat mit 4-2 gewonnen. Yay. Ich dachte, die letzte Frage gibt 3 Punkte, wenn ich es jetzt mache. Soll ich die letzte Frage noch stellen? Als ja, komm, hau raus, ich bin im Flow. Oder willst du Wer spielt auch? Die Hauptrolle in The Ring 2002? The Ring? Wollt ihr Antwortmöglichkeiten? Erik, er spielt nämlich das Mädchen aus dem Brunnen. War das? Ach nee, jetzt war ich gerade bei The Grudge. Nee, The Grudge war Sarah Michelle Gellar. Da hast du auch mitgespielt. Ich? Ich habe überall mitgespielt. Habe auch bei Blair Witch mitgespielt, deswegen weiß ich das. Überleg mal, der Erik kommt aus dem Möchte die Antwortmöglichkeiten. Ja, bitte. Jennifer Connelly, Kate Beckinsale, Naomi Watts oder Gwyneth Paltrow? Ah, jetzt Naomi Watts. Jetzt, was war die erste? Jennifer Connelly. War das nicht Jennifer Connelly? Wer sagt jetzt was? Ich sag Jennifer Connelly. Ich sag Naomi Watts. Dann hat der Chris recht, das ist Naomi Watts. Aber leider hat trotzdem Erik 4-3 gewonnen. Mein letzter Antwort zählt dreifach. Das Nein, Glückwunsch, Erik. Das war Kates Horrorfilm-Rätsel. Oh, bei The Ring, ey, der lief damals bei uns in der Sneak. Da hatte ich eine Kollegin mal mitgenommen in die Sneak, ey, und die war überhaupt nicht in Horrorfilmen. Und dann kam dieser Film, ey, die war traumatisiert für Wochen und Monate. Ich glaube, wenn ich die jetzt anrufe und mache so ins Telefon, dann bricht die immer noch zusammen. Ja, das klar. Also wenn du jetzt irgendwo anrufst und solche Geräusche ins Telefon machst, dann ich glaube, da brechen bei der die ganzen Phobien wieder auf hier. Okay, sehr schön hier. Yay. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, okay, ich will noch auf ein was mal hinweisen. Ich gucke mich gerade nach einem neuen Fahrrad um. Das hat jetzt nicht so viel mit Kinofilm zu tun. Ich will nur ein was mal erwähnen. Ich habe jetzt in der letzten Woche mal eine Probefahrt gemacht mit einem von, ihr seht das bei uns im Dokument, Cycler, wenn ihr da mal draufklickt. Cycler ist eine Marke von Porsche. Die haben ein Fahrrad entwickelt und ich war jetzt mal in Ludwigsburg. Die haben da so ein ganzes riesiges Fabrikareal, haben die übernommen von Porsche und haben dort so ein richtiges Silicon Valley hingebaut, würde ich mal sagen, mit ganz vielen Startups und Incubatoren und sowas. Und da ist unter anderem auch dieses Fahrradding, was die da haben. Das ist ein Elektrofahrrad, dem sieht man das nicht so an. Es hat Kamera nach vorne und hinten, ist voll geil. Und ich wollte noch mal erwähnen, also wer sich so für Fahrräder interessiert, ich poste mal den Link mit in die Shownotes, könnt ihr euch das mal angucken. Die haben jetzt in diversen Orten haben die so Probefahrten. Ich glaube, die nächsten sind in Düsseldorf. Die waren jetzt, wie gesagt, in Ludwigsburg. Und das ist ein echt, echt ein cooles Ding. Also ich habe schon diverse Fahrräder gehabt und das ist ein wahnsinnig geiles Teil. Solltest du das noch deklarieren müssen, jetzt gerade als Werbung. Ja, ist aber unbezahlte Werbung. Oder wenn sie mir ein Fahrrad schenken, dann sehr gerne. Ja, liebes Cycler-Team, wenn ihr das hier hört, gebt ihm doch einfach mal ein Probefahrrad und am besten ein T-Shirt. Er trägt das dann auch. Eine dauerhafte Leihgabe. Nee, ich habe von denen sogar, weil ich die Probefahrt gemacht habe, eine Trinkflasche oder sowas bekommen, einen kleinen Beutel. Ja, aber es ist ein echt geiles Fahrrad. Also wäre jetzt vielleicht sogar für... Was ist eine Trinkflasche oder so einen kleinen Beutel, den man ins Fahrrad hinmacht, nee, und unterwegs bringt? Ein Beutel... Da steht Cycler drauf und eine Trinkflasche ist da drin. Eine Glasflasche mit dem Logo. Also wenn ihr euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr euch vielleicht Gedanken macht, ein neues Fahrrad jetzt für den bevorstehenden Frühling, dann guckt da vielleicht mal mit hin. Das sind echt coole Teile. Und das war es eigentlich schon mit der etwas abseitigen Sache hier. Aber ja, was mich übrigens gewundert hat, mich hat jetzt eine Sache am Schwabenländle, habe ich jetzt rausgefunden, die mich absolut stört. Wollt ihr es wissen? Dann geh doch. Willst du dir Feinde machen? Und
Und zwar in jedem kleinen, noch so kleinen Nest gibt es eine Porsche-Straße. Ich war jetzt, wie gesagt, Fahrräder gucken und da wollte ich eigentlich in eine Stadt Porsche-Straße und ich dachte, die Stadt, das wäre noch Bietigheim-Bissingen, der Fahrradhändler, der Bikemax. Und das war aber schon Ludwigsburg. Und es gibt aber in Bietigheim auch eine Porsche-Straße und da gibt es eine Porsche. Und dann habe ich mal eingegeben, Porsche-Straße bei mir im Navi. Da ist quasi in jeder Stadt, in jedem kleinen, noch so kleinen Nest gibt es eine Porsche. Bei euch bestimmt auch in Stammheim, oder? Nein. Nee. Das, ja, ist ja hier als Ländle. Ne? Weil Stuttgart halt ein bisschen größer ist wie Stammheim. Und deswegen, und Stammheim ja dazu gehört. Aber, ja, aber jetzt, Erik, jetzt musst du dich festhalten. Die haben teilweise auch eigene Postleitzahlen. Wenn man die eingibt, kommt man eigentlich auf die richtige Poststraße. Ja, du, wenn ich das gewusst hätte. Ich habe eingegeben hier. Aber ist jetzt neu. Ich wusste nur, ja, entweder ist es in Bietigheim, weil das da in diesem Industriegebiet ist. Aber ich wusste nicht, dass das schon zu Ludwigsburg. Aber egal. Ja, und dann bin ich erstmal die falsche Poststraße. Dachte ich, ist ja gar nichts los hier. Wo ist denn hier der Fahrradladen? Ja, aber. Ja, das muss sein, dass du deinen TomTom wieder aktivierst, ne? Vorsicht, nee, es war ja sogar mein ordentliches hier im Auto, ne? Ja, also Vorsicht im Ländle, wenn ihr die Porsche-Straße sucht, die gibt's hier überall, weil das ist hier das Ding. Also fährt ja auch fast jeder hier in Porsche, ne? Das, ich glaube, hier gibt's Porsche-Straßen gibt's noch mehr als Mercedes-Straßen, glaube ich. Ich werde das recherchieren. Bis nächste Woche haben wir bitte Ergebnisse und eine PowerPoint-Präsentation. Und jetzt habe ich die Zeit überbrückt, bis hier ein Musiktipp drin stand. Music. Ja, ich nutze die Zeit. Aber ich wollte den eh schon die ganze Zeit eintragen, hab's nur vergessen. Denn ich habe mich, da ist ein Tippfehler, von Ed Sheeran featuring Taylor Swift, The Joker and The Queen. Ah, Ed Sheeran läuft gerade hier in dem französischen C-Star, hier das französische MTV, da läuft gerade Shivers ohne Toni bei mir. Das ist auch ein geiles Ed Sheeran mit Pennywise. Was hast du? Ich bin auf einen Song aufmerksam geworden, wo ich kurz auch die Geschichte dazu erzählen möchte, weil es geht wieder mal um einen Streamer. In dem Fall geht es um den Streamer Einfach Gabo. Ganz herzlich liebe Grüße dazu. Und dazu an ihn und an seinen Stream. Klickt mal rein bei Twitch, Einfach Gabo. Ist ein netter Dude. Und der hat einen Soundcommand, der Love heißt. Und dann kommt eben ein Schnipsel aus diesem Song. Und der Song, den ich diese Woche dabei habe, ist Leoniden mit L-O-V-E. Also, und ich kenne ich warne, sogar. Er geht ein wenig also, ins Ohr. Nicht den Song, aber die Band an sich kenne ich. Aber den Song werde ich aber mal reinhören. Der Song geht tatsächlich ein bisschen ins Ohr, vor allem der Refrain. Ja, und ich hab mal einen Song ausgewählt, basierend, da ist der Song, gefällt mir gar nicht so sehr, aber das Video ist so schön. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, sonst müsst ihr mal gucken. Das ist so, so Anime-mäßig, so, naja, so 3D-animiert, so, sieht so schön aus, so gut gemacht und passt so gut zur Musik von Imagine Dragons Enemy. Und deswegen habe ich den mal reingenommen. Okay, packen wir auf die Kinocast-Songs-Playliste, die ihr auf Spotify abonnieren könnt. Da habt ihr einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Musikrichtungen. Und kommt jede Woche was Neues dazu. Dann sind wir durch für heute. Hoffen mal, dass morgen was Gutes in das Sneak Preview kommt. Ich habe da so meine Bedenken. Irgendwie, wenn der Chris so komisch reagiert hier. Naja, mal schauen. Wir nehmen es auf jeden Fall mit, solange wieder nicht irgendwie ein neuer Film von der Regisseurin, die Raw und Titan gemacht hat, kommt. Dann kannst du. Nee, es kommt ein Film mit deiner Lieblingsdarstellerin aus Belgien. Du, zur Not stehle ich mich aus dem Saal raus und gehe nochmal in Uncharted. Da habe ich dann zwar die erste halbe Stunde verpasst oder so, aber das macht nichts. Das macht, glaube ich, dann nochmal mehr Spaß. Ja, dann euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüssi. Der Kinocast.